Wichtig, der Mario Götze muss her, ab nach Werder Bremen. Florian Kohfeldt wollte Galligkeit und Angefasstheit in diesem Spiel. Haben wir das denn gesehen? Nee, überhaupt nicht. Kein Stück. Ja, das jetzt nicht ganz. Zumindest in der ersten Halbzeit haben wir das ein bisschen gesehen. Die zweite, die war verbesserungswürdig. Also heute schlechter als gegen Schalke auf jeden Fall. Und da ist Besserung fürs nächste Spiel auf jeden Fall drin. Ja, die erste Halbzeit hat mir sehr, sehr gut gefallen. Aber in der zweiten habe ich irgendwie die ganze Zeit schon das Tor bei den Bielefeldern gesehen. Ja, es lag schon wieder in der Luft. Und das hat sich ja nun wirklich auch gerade ganz am Schluss gezeigt, dass das wieder so Zitterpartie war. Also ich glaube, wenn eine stärkere Mannschaft heute der Gegner gewesen wäre, hätten sie verloren. Jede Menge. Ja? Jede Menge heute. Souveränes 1-0. Gerne wieder. Nächste Woche sind wir dabei. Das Spiel war gut soweit. Ne? 1-0 gewonnen, was willst du mehr? Ja, ich hab bis zur 50. Minute habe ich gesagt, 1-0 ist ganz okay, haben sie gut gemacht. Aber danach, man hat direkt gesehen, Groß kommt rein. Kohfeldt will auf 1-0 spielen. Ich fand es nicht okay. Bremen hat ja ab der zweiten Halbzeit so ein bisschen das Fußballspielen eingestellt. Da wäre mehr für Bielefeld drin gewesen. Ja, wie letztes Jahr, wie immer knapp. Diesmal Glück gehabt. Ein bisschen mehr Spritzigkeit, ein bisschen mehr Dynamik, aber nächste Woche packen wir das im Auswärtsspiel. Ein gutes Pferd springt genauso hoch, wie es muss. Ich weiß nicht, was passieren muss. Die müssen wirklich besser konzentriert spielen und nicht nach einem 1-0 einfach die Chance dem Bielefeldern überlassen. Die ersten 45 Minuten waren okay. Die zweite Halbzeit habe ich schon gezittert, wenn ich ehrlich bin, aber Hauptsache gewonnen. Am Montag schließt das Transferfenster. Was sagen Sie zur Transferpolitik von Frank Baumann in diesem Jahr, in dieser Saison? Hat da schon was stattgefunden? Ja, wahrscheinlich eher nicht. Klaasen ist eine Stütze für uns. Wir brauchen den. Füllkrug auch. Die zwei Leute müssen bleiben. Ansonsten alle weg. Klaasen wird sowieso verkauft, bin ich mir ganz sicher. Der geht zu Ajax. Ich hoffe, dass er über 12 Millionen bringt. Klaasen. Der ist 33, 34, der Captain, der muss nur eine Saison bleiben und dann müssen wir mal schauen, wie sich das entwickelt. Aber wie gesagt, Mario Götze muss her. Den könnten wir uns nur überlegen. Geheimtipp, Mario Götze kommt. Ja. Ja, Klaasen geht nach Amsterdam und es kommt noch irgendein Neuer dafür. Also ich finde, es muss einer kommen, der seinen Maul aufreißt. Wir brauchen einen Routinier, der so wie Miku wieder richtig die Bälle im Mittelfeld verteilt. Man weiß ja, mit den Geldern in Bremen und so weiter, da kann man schon ganz zufrieden sein. Ich hätte mir noch einen Kracher gewünscht, aber der fünfte... Na, vielleicht zaubert er, wir haben ja noch zwei Tage, vielleicht zaubert ja Baumann noch was aus dem Ärmel. Was glaubst du? Na, wenn man zurück überlegt, hat Baumi gerne am letzten Tag noch mal einen geholt. Mario Götze, ab nach Bremen! Wow! Jetzt trinken wir einen Korn, oder? Jetzt trinken wir einen Korn. Ja, machen wir so.